Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Heute stelle ich euch eine hübsche Kollegin vor. Aber ich muss mal ein bisschen zaubern. Lahel! Herzlich willkommen, Lahel! Hallo! Ein paar Fragen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist lila. Schön, gell? Und wie findest du meine Farbe? Doch, schön. Passt gut zu deinen Augen. Oh, danke. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anders mal. Tschüss. Nur Spaß. Jetzt eine richtige Frage. Also, was kannst du tun für unsere Zentrum Gesundheit? Beim Zentrum der Gesundheit koche ich vor der Kamera leckere Rezepte, sodass ihr zu Hause Schritt für Schritt das nachkochen könnt. Das ist cool. Und was kochst du am liebsten? Am liebsten backe ich tatsächlich Kuchen, Kekse und einfach gesunde Desserts ohne raffinierten Zucker. Das ist lecker und gesund, ne? Und außerdem koche ich die Rezepte, die Ben nicht kocht, mit Zwiebeln, Knoblauch. Also da ist ganz viel Leckeres dabei. Ihr dürft euch freuen. Das freut euch, oder? Aber Ben bleibt euch natürlich weiterhin erhalten und wird auch für euch kochen. Hey, natürlich! Verpasst nie, ich oder Lahel kochen. Abonniert uns und klicken die Glocke. Ding, 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 ding. Und was kochst du heute für uns? Heute koche ich Zucchini-Pralinen mit einem würzigen Feigen-Chutney. Das ist sicher lecker, oder? So, lass die kochen. Jetzt mache ich verschwinden. Tschüss, Ben. Ciao, ciao. Ich fange mit dem Feigen-Chutney an. Dazu erhitze ich die Margarine in einem Topf. Jetzt nehme ich den Ingwer, schäle ihn und reibe ihn in die Margarine. Den Ingwer dünste ich ungefähr eine Minute lang an. Dann gebe ich die Feigen dazu. Die habe ich schon in kleine Würfel geschnitten. Dann gebe ich den Apfel-Balsamico-Essig und das Wasser dazu. Dann gebe ich die Gewürze dazu. Zimt, Vanillepulver, Muskatnuss. Salz. Und Pfeffer. Nachdem ich das Ganze verrührt habe, lasse ich es ungefähr 15 Minuten weiterköcheln, bis das Wasser verdampft ist. Nach etwa 15 Minuten ist das Wasser verdampft und ich gebe noch den gehackten Thymian dazu. So, das Feigenchutney ist jetzt fertig. Ich stelle es zur Seite und lege mit den Zucchini-Pralinen los. Für die Zucchini-Pralinen schneide ich zuerst die Zucchini in etwa 2 cm dicke Scheiben. Als nächstes bringe ich einen großen Topf mit Wasser zum Kochen.
Dann salze ich das Wasser reichlich und gebe die Zucchini-Stücke in das Wasser für ungefähr 4 Minuten. Als nächstes machen wir den Teig und die Panade für die Zucchini-Stücke. Für den Teig gebe ich in einen tiefen Teller Dinkelvollkornmehl, Edelhefeflocken, Salz, Pfeffer, Sojadrink, Zitronenabrieb. Der Zitronenabrieb sorgt für eine angenehme Frische im Teig und Muskatnuss. Dann vermenge ich das Ganze. Die Konsistenz des Teigs sollte jetzt ungefähr so sein. Falls es bei euch zu flüssig ist, gebt einfach ein bisschen mehr Mehl dazu. Für die Panade vermengen wir jetzt in einer Schüssel das Dinkelpaniermehl und die gehackten Macadamianüsse. Ich gebe noch etwas Salz dazu. Die Hälfte der Panade gebe ich jetzt in einen tiefen Teller. Den Rest stelle ich zur Seite für später, damit das Ganze nicht so verklumpt. Jetzt gebe ich etwas Erdnussöl in eine Pfanne und erhitze das. Bevor es jetzt losgeht mit dem Panieren, Hände gut waschen. So, und jetzt kann es losgehen mit dem Panieren. Zuerst nehme ich die Zucchini-Stücke und wende sie im Dinkelvollkornmehl. Das habe ich hier, damit der Teig besser klebt. Und jetzt ins heiße Öl. Und der nächste ist dran. Die Panade könnt ihr schön auf allen Seiten andrücken und dann ungefähr eine Minute ausbacken. Auf beiden Seiten eine Minute. Damit sie extra knusprig sind, gebe ich sie noch ungefähr 7 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Perfekt. Innen weich und außen knusprig. Ich schmecke sogar die Zitrone raus aus dem Teig. Und zusammen mit dem Feigen-Chutney, das passt perfekt. Also sehr empfehlenswert. Wenn ihr mögt, macht es gerne bei euch zu Hause nach. Den Link zum Rezept findet ihr unten in der Infobox. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Also, lasse sie kochen für euch und jetzt ich muss schwimmen. Jetzt mache ich schwimmen. Verschwinden. Verschwinden. Ja. Also, jetzt muss ich schwimmen. Jetzt ich muss schwimmen.
So, lasse die kochen. Jetzt mache ich verschwinden.